Hallo, meine Lieben. Ich habe ein bisschen umgebaut. Habe ich mir jetzt mal erlaubt, das ohne euch zu machen. Und zwar habe ich hier meine Ecke mal ein bisschen umgeräumt, weil mir war das hier alles irgendwie zu chaotisch und zu groß und überhaupt. Ich habe mir jetzt meine Sägemaschine jetzt hier an die Seite gestellt. Ich hatte viel zu viele Ablagen hier für Bretter. Was ich jetzt gesehen habe, man kann die auch so direkt ineinander stellen. Da sind die so direkt aneinander. Das finde ich auch total schön. Also, dass man die so quasi diese Stöcke ineinander steckt. Das sieht man jetzt, wenn ich jetzt hier, was ich mal hier mal N drücken würde. Ach nee, geht nicht. Na egal. Lass das. Weg, weg, weg. So. Ja, hab jetzt hier so ein paar. Also hier nur so vier von denen und jetzt ein paar von denen. Ne? Das waren mir alles zu viele. Und dann habe ich jetzt hier hinten dadurch einen kleinen Parkplatz, wo ich einen Wagen stellen kann. Finde ich total schön. Und hier so inzwischen eine Trennwand. Also ich finde das jetzt sehr aufgeräumt, meine Holzwerkstatt. Und die Schmiede habe ich auch umgeräumt. Das mit dem Schrägen hat mir doch nicht mehr so gefallen. Die steht jetzt hier so in der Mitte. Und daneben habe ich hier meine Kiste für Kohle, für irgendwas. Da ist jetzt, glaube ich, ganz viel davon drin, ja. Und hier oben die Baukiste ist aus irgendwelchen Gründen Sand drin. Jetzt sehe ich gerade, ich habe noch Rindenholz vom Hacken in der Tasche. Das bringen wir jetzt mal weg. Ich habe mir jetzt überlegt, ich würde so gerne die anderen Baupläne haben. Ich muss mich daran gewöhnen, dass man die Tür hier aufmachen muss, dass sie nicht von selber aufgeht. So wie man die will, ne? Da geht die ja von selber auf. So, den rein. Meine Fasern weg. Ja, da habe ich auch noch Zeugs drin. Haben wir hier noch genug? Mach ich nehme die mal mit. Einmal nochmal hier. Wegarbeiten, Zeugs. Ach nee, muss man wieder alt nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann Ding, 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 Ding. Einmal. Nochmal. Dann war es das. Das werde ich jetzt auch mal kurz umräumen. Das nervt mich schon die ganze Zeit, dass sie da unten sind. So, einmal so rum. Und dann kann ich mich die da hinstellen. Passt das auch besser. So. Alles schick. So, meine Idee war jetzt. Ich will auf jeden Fall, wir haben jetzt Oktober und ab November ist, glaube ich, Winter, wird es kalt. Und zwar würde ich gerne hier oben diese drei Städte nochmal. Das sind die letzten drei, die ich noch habe. Meine Idee war, dass ich da hingehe ohne Wagen. Und zwar, ich habe ja jetzt diesen großen Dank der lieben Krokodile, habe ich ja jetzt den großen Rucksack. Ne? Also, was ist er denn? Hä, wie ist das doof? Wo ist mein Rucksack? Da. Ach, Mann. Ich will hier was erzählen. Jetzt mal kurz aufhören zu stören. Bleib stehen. Ich habe jetzt keine große Lust, da mit dem Wagen und so loszuziehen, weil ich würde jetzt gerne einfach nur diese drei Städte da abklappern. Aber vorher dachte ich mir, bringe ich mein Gemüse nochmal in Sicherheit, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert und ob wir in den Winter kommen. Würde ich jetzt erstmal sehen, dass ich die Dinger hier fertig machen kann. Und hier dieses Gemüse wegernten und ins Gewächshaus bringen. Und dann habe ich mir überlegt, da ich ja jetzt diesen großen Rucksack habe und kann damit jetzt ja auch 75 Kilo tragen. Da werde ich nur das Nötigste mitnehmen und dann einfach in den Städten nur Plastik, Elektrikteile und sowas mitnehmen und Tuch und so. Und ich hoffe, dass ich dann mit dem Rucksack klarkomme. Denn das hat den Vorteil, falls ich dann irgendwann sterben sollte, ich dann zurückgebeamt werde und nicht wieder hin muss den Wagen holen. War so der Gedanke, ne? So, jetzt habt ihr mich schon wieder durcheinander gebracht. Hier, du Wempi, du, ich habe hier ja noch Nägel. Die nehme ich jetzt mal kurz alle mit. Dann nehmen wir uns mal Brenner mit. Oh, das geht ja jetzt auch. Da kann ich jetzt ja auch so viele von tragen, ne? Können wir gleich mal wieder voll machen. Ah, das gefällt mir echt viel besser hier mit der Sägeecke. Wie viele Bretter kann ich denn so tragen jetzt? Oha. Oh, guckt euch mal an, wie viele Bretter ich jetzt tragen kann mit dem großen Rucksack. Oh, wie toll ist das denn? Können wir noch eine Rutsche mitnehmen? Ja, und dann habe ich mir gedacht, dass ich dann dass wir in einem Rutsch da diese drei Städte machen. Damit wir endlich mal die Baupläne fertig haben. Und im Winter kann ich dann zu Hause bleiben und mich hier um mein Dörfchen, wollte ich gerade sagen, also eine Basis kümmern. Und muss da nicht so weite Kreise ziehen. Es ist wohl auch so, dass im Winter es weniger Tiere gibt. Also ich weiß gar nicht zum Beispiel, ob es Hühner überhaupt im Winter gibt. Oder ob es sie im Winter gar nicht gibt.
So, wir fangen jetzt erstmal an. Also werde ich jetzt mal das ernten. Das ernten. Das. Ach, ich ernte mal alles weg hier eben. Weil es wird eh bald Frost geben und bevor mir die Dinger kaputt gehen. So, ich hätte schon gern wieder 3 Melonen. 3 Kartoffeln. Und da sind schon Kartoffeln. Hätte ich mal die vorne machen sollen, ich Idiot, ne? Na, ich hole nochmal ein paar Bretter. Oh. Jetzt muss ich mal gucken. Ich mache, glaube ich, nochmal das Licht an. Sieht man das schon besser? So, machen wir hier vorne die mal erst fertig. Das ist eigentlich, glaube ich, schlauer. Habe ich genug Nägel für alle? Wow. Na? Da sind schon Nägel drin. So ganz ist der Husten immer noch nicht weg. Ey, das ist so nervig. Das dauert so lange. Aber ansonsten geht es mir eigentlich schon wieder relativ gut. So. Also, da haben wir jetzt Kartoffeln, Zwiebeln. Dann mache ich jetzt hier mal. Ach, die Melonen hatte ich noch nicht geerntet. Mache ich da jetzt auch nochmal Kartoffeln rein? So. Kartoffeln, Zwiebeln. Dann würde ich hier die Melonen reinmachen. Bringe ich aber erstmal die anderen weg. Jo, Kartoffeln. Kartoffeln da unten rein. Ding, 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 ding. Ich glaube, für Zwiebeln muss ich mir vielleicht auch nochmal eine Kiste machen, ne? Rationenkram. Habe ich noch Eier? Ich habe noch 2 Eier. Das heißt, eine Ration könnte ich noch machen. Muss ich nochmal überlegen. Aber wie lange haben die denn noch die Eier? Oh, 20 Minuten nur. Planänderung. Planänderung, sofort. Melone ernten. Haben wir hier noch was rumliegen? Ja, wir haben noch einen Bär, ein Reh. Das war's das auch. Bevor mir die beiden Eier vergammeln. Da, gut, dass ich da eben nochmal geguckt habe. Das hätte mich jetzt echt geärgert. Dann machen wir das erstmal fertig. Jo, muss man Axt. Da. Es ist so schön, dass man auch alles mitkriegt, ne? Und nicht immer wieder alles irgendwie durch die Gegend fliegt, weil man überladen ist und so. Das ist echt schon toll. Das Fleisch werde ich jetzt erstmal da reinpacken. Ich weiß nicht, ob wir noch Trockenfleisch brauchen für den Winter. Aber ich habe ja die Rationen, ne? Und dann drüben, wollen wir, wie viel sind da noch alles? Oh. Ups. Echt? Verdammt. Na gut. Dann sollten wir vielleicht doch Trockenfleisch noch machen. Da war das, ne? 1, 2, 3, 4. Okay, nicht. Hatte ich hier nicht auch von Trockenfleisch eins? Ach stimmt, ich habe ja eine Kiste mit Trockenfleisch. Oh, hatte ich ganz vergessen. Egal. So, dann brauche ich aber noch, ne? Machen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Schadet ja auf jeden Fall nicht, ne? Wenn wir da noch was haben. Na, warum triffst du den jetzt nicht? Naja, sollten wir auf jeden Fall durch den Winter kommen. Ich habe ja die ganzen Rationen auch und so. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber ist trotzdem schön, auch vor allem, weil ich jetzt so viel Biosprit habe und so. Und ich wollte ja auch noch einen Extraktor, wollte ich auch noch bauen. Ach, ich wollte so vieles noch. Hab mich mal nicht verzählt. Wie viel Wasser haben wir da? Hatte ich hier nicht noch irgendwo Wasser? Das war hier drin, glaube ich, ne? Hab ich die da reingetan? Da ist noch eine Wasserflasche. So, und dann machen wir jetzt mal Händewaschen mit. Habe ich nur 2 Wasserflaschen? Ich dachte, ich hätte mehr. Also, wir brauchen eine Kartoffel. Ach, eigentlich auch egal. Eine Kartoffel. Dann brauchen wir eine Melone, habe ich schon. Eine Zwiebel. Eine Zwiebel. Ne, halt mal, da unten ist noch eine alte Zwiebel. Dann nehmen wir natürlich erstmal die. Ja, die beiden Eier brauche ich. Die packe ich hier unten hin. Und dann brauche ich noch.
Eins, zwei, drei. Ich glaube, dann habe ich alles, ne? Oder habe ich was vergessen? Also, den, 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 den. Den, 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 den. Yes! Ha! Ich liebe es. So, was wolltest du jetzt? Bist du? Was denn hin? Oh, ich habe gar keinen Knochenspeer. Noch einen zweiten? Nee, habe ich nicht. Moment. Komm gleich. Mach zu. Ich habe keinen Knochenspeer mehr. Ach, da habe ich noch einen auf A4. Okay. Na gut. Wo ist er denn jetzt hin? Da steht er. Ach, das ist wieder so einer, der rumsteht. Der nicht so weiß, was er will, der so ein bisschen unschlüssig ist. Nichts mitgebracht. Na gut, auch gut. So, das ist erledigt mit der Ration. Jetzt würde ich jetzt gerne nochmal sehen, dass wir nochmal die Dinger fertig kriegen. Oh, ich muss doch gleich mal schlafen oder so. Die Beete würde ich jetzt gerne noch fertig kriegen und dann einmal ausschlafen und dann ziehen wir in Ruhe los. Und werden diese Städte la platt machen. Also looten. Also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ding, 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 ding. Oh, die muss ich noch alle gießen hier. Da habe ich ja so gar keine Lust zu. Einmal Melone. So, da habe ich jetzt 6 Kartoffeln, 2 Zwiebeln. Einmal Melone. Brauche ich nochmal 2 Melonen. Die machen die auch noch weg jetzt hier. Ernten. Ernten. So, da kommt auch Melone rein. Ich könnte ja auch mal anfangen, diese Dosen zu machen, ne? Bretter? Nee. Die macht man ja aus Melonen, also diese Früchtedosen und diese Gemüsedose und solche Sachen. Kommst du nicht ran, oder was? Echt nicht? So. Nochmal. Wie kommt man die hinteren schlecht ran, ne? Steht vielleicht doch ein bisschen doof. Weiter geht's. Und es regnet. 12 Grad. Ich überlege auch echt, ob ich die Jacke mitnehme. Oder ob es auch ohne Jacke geht. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Sind immer noch so viele, die fehlen. Ja gut, das meiste haben wir ja jetzt ja weg. So, das habe ich da Melone. Mache ich jetzt hier nochmal 2 Melonen rein. Eine ist hier noch. Die Gießerei wird ja nervig. Muss unbedingt das Wasserhaus haben. Und dann würde ich jetzt hier noch Wassermelone hinmachen. Haben wir hier eine da? Ernten. Da kriege ich die noch mit. Wahrscheinlich nicht. Da würde ich sagen, dann esse ich die mal auf hier. Ernten. So, wenn die anderen Sachen kaputt gehen, ist nicht so schlimm. Die habe ich ja alles. Oh. Ach, Svampi-Nacht. Ach, das noch. Echt, wie das? Echt schon wieder 10 Tage rum? Echt? Oh. Ach, da hätte ich ja gar nicht schlafen können. Wo seid ihr? Ich muss hier wieder aufpassen, dass sie mein Haus nicht kaputt machen. Da kommt der Erste. Oh, der hat mich auch erwischt. Das ist der Erste. Kommen die jetzt alle von da? Muss aufpassen, dass sie mir nicht wieder vor Wand rumhämmern. Da ist der Nächste. Du, hör mal auf, du kommst gar nicht erst dahin. Gar nicht erst hin zu meinem Haus, ey. Müsst ihr die irgendwie hier vorne abfangen? Da ist der nächste, dritte. Oh, da ist noch einer. Ist doch einer in meinem Haus. Ah!
Wo? Ey, ich denke, es soll nur drei sein. Lässt du das sein, du Blödmann? Mann. War es das jetzt? Ach, das ist schon wieder alles kaputt gemacht hier. Ey, das nervt ja total. Also hier, die Wand muss ich fertig machen. Hier hinten direkt bei meinem Haus. Weil das nervt mich total, dass sie hier mal ins Haus rumballern. An dem Haus war nicht. So, mein Speer ist auch schon wieder fast durch. Ich würde sagen, wenn jetzt hier irgendwas vergammelt, das ist jetzt nicht so schlimm. Das lassen wir jetzt mal. Davon habe ich genug. Ich habe die Kartoffeln und die Zwiebeln in Sicherheit gebracht. Das ist erstmal das Wichtigste gewesen. Aber Zwiebeln wollte ich noch. Das mache ich nochmal. Nur Zwiebeln anpflanzen. So, einmal noch fix die Zwiebeln fertig machen. Echt sowas Bescheuertes. Da, 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 da. Ich würde auch gerne mein Haus dann mal so mit Ziegeln machen. Kann man ja auch machen. Sollte ich auch mal langsam machen. Ach, da komme ich nicht ran. Aber fand ich das schön so aufgeräumt hier. Aber wenn ich hier nicht rankomme, ist natürlich auch doof, ne? Komm, einen machen wir noch. Ja, muss ich da echt drüber springen? Das ist auch noch nicht so. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das so bleibt. So, ich hoffe, dass das reicht jetzt. Oh, und wenn ich Strom machen kann, das Erste, was ich machen will, ist ein Wasserhaus, damit das hier sich von selber irgendwie gießt. Da habe ich jetzt keine Lust zu, das mal. Aha. Na? Alles mit der Hand zu gießen. Naja, ein paar Bretter brauchen wir noch. So, jetzt packe ich, würde ich sagen, packe ich hier nochmal die Zwiebeln rein. Zwiebeln. Und hier weiß ich noch nicht, die sind nicht so wichtig. So, das ist meistens erst fertig. Und ich müsste das alles noch gießen, habe ich jetzt aber gar keine Lust zu, ehrlich gesagt. Ich würde mich jetzt lieber vorbereiten auf den Ausflug. Die Melonen. Wir könnten ja mal so, hatte ich nicht auch Dosen? Ja, sondern nehmen wir mal Dosen mit, wo ich die jetzt gerade in der Tasche habe. Man kann ja auch hier diese Früchtedosen machen, ne, für unterwegs. Müsste ich mal so eine eben ernten. Und dann kann man doch, wie war das, das, das und eine Dose, ne? Ja, ein Fruchtsalat. Machen wir noch einen. Der war mal früher richtig gut, da hat man einen richtigen Buff für gekriegt, aber es ist wohl nicht mehr so, aber der hält auch jetzt. 21 Stunden, ne? Also da können wir eine ganze Zeit lang mit rumrennen. Und dann könnten wir uns eigentlich noch... Habe ich noch Dosen? Ich überlege gerade, ob ich dann überhaupt Rationen mitnehme oder ob ich diese Dosen mitnehme. Haben wir eine noch? Muss gleich mal gucken, was sie wiegen. Und dann nehmen wir nochmal eine Gurke. Und Mais. Da kann man auch diese Gemüsegurken. Und ich glaube, Kartoffel kommt da rein, ne? Mal gucken kurz. Diese andere Gemüsedose da. Eine Gurke, ein Mais, eine Kartoffel. Okay. Brauche ich noch zwei Kartoffeln. Hm. So. Dann haben wir da schon mal für unterwegs. Das. Das, das. Und eine Dose. Das. Das, das, das. Und noch eine Dose. Okay. Dann können die Melonen jetzt weg. Melone hatte ich doch da irgendwo. Ja, die halten ja eigentlich nicht lange, ne? Kann ich vielleicht auch noch essen morgen früh, bevor wir losziehen. Ach, das bricht da jetzt auch mit rein. Dann haben wir ja noch... Wohl, ich habe ja genau für eine Dose habe ich ja noch, ne? Huch. Achso, ich habe noch gar keine zwei gemacht. Na, Kurzzeitgedächtnis, echt. So, dann haben wir jetzt... Machen wir das so. So. Ist die Frage, wie viel wiegt das jetzt zusammen? Nehme ich so viel mit? Ich glaube, eine lasse ich hier. Dosen. Packen wir dann ein, von jedem eine da rein. Und die nehmen wir mit. Und die nehme ich auch mit für unterwegs. Und, na, nicht den, den. Wir nehmen eins für jede Stadt sozusagen eine Ration mit. Was wiege ich jetzt? 30.
Na, ich kann immer noch irgendwie 55 Kilo mitnehmen dann, ne? Nee, 45 Kilo. Muss ich so viel haben? Nee, komm, wir nehmen zwei Rationen nur mit. Die gibt 50 Gesundheit, die bringt 5 Gesundheit. Naja, die Rationen bringen natürlich mehr Gesundheit, aber dafür wiegen die mehr, ne? Was wiegt die hier? Wo steht denn das Gewicht? 1,5? Und die Gewicht 2. Dann würde ich sagen, nee, komm, dann lassen wir die Dosen hier. Aber die geben auch einen Buff, ne? Maximale Ausdauer, ja. Nee, das machen wir anders. Dann nehme ich nur pro Stadt eine Ration mit und esse die Dosen morgen früh zum Frühstück auf. So, und hier machen wir jetzt nochmal, wie sieht das jetzt hier aus mit Wasser? Das ist, hier ist schmutziges Wasser drin. Hier ist auch gar nichts drin. Na süß. Na. So. Oha, der macht das Ding aber richtig leer, ne? So, dann einmal voll Rio. Ach, da war sogar noch was drin. Und einmal. Also zwei Flaschen würde ich schon gerne mitnehmen für unterwegs. Und dann, wenn wir einfach so, mache ich mir noch, glaube ich, jetzt noch Knochenspeere, dass ich irgendwie nur einen Bogen und Knochenspeere mitnehme, weil Axt und sowas brauche ich auch nicht. Und dann sind wir fit und dann müsste das eigentlich alles funktionieren. Und dann, wenn ich nur diese drei Städte abgehen und dann nur das mitnehmen, was wichtig ist. Also Elektroteile, Mechanikteile, Plastik, Tuch, Kevlar. Alles andere lasse ich dann liegen. Mal sehen, ob ich mich überwinden kann, auch Keimlinge liegen zu lassen. Aber ich kann sie auch mitnehmen, notfalls dann wieder wegschmeißen oder so, wenn ich dann zu viel davon habe. Ach ja. Ah. Was war das denn jetzt eben? Mann. So. Ist es fertig? Nee. Na, 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 na. Ach, ich glaube, die Dosen lasse ich hier. Ich nehme nur die Rationen mit. Dafür habe ich es ja schließlich gemacht für unterwegs. Aber eigentlich reichen auch zwei wahrscheinlich, ne? Weil noch findet man ja auch irgendwie so Möhren und so Kram. So. Die Frage ist, mit den Klamotten, ne? Muss ich die schon anziehen? Wir haben jetzt 12 Grad. Oder wird mir dann zu warm unterwegs? Die sie hier hat, plus 10 Hitze, dann wären wir bei 22 Grad. Und die hier hat auch, dann sind wir bei 32 Grad. Dann schwitze ich wahrscheinlich, ne? Wenn ich beides anziehe. Oder ich nehme nur die Jacke mit. Falls jetzt Wintereinbruch kommt. Weiß ich auch nicht, was da jetzt schlau ist. Auf jeden Fall werde ich mir nochmal. Der Speer ist bald hin. Den könnte ich eigentlich mal irgendwie wegschmeißen. Kann man den nicht irgendwie auch zerstören? Kann man doch auch, ne? So, der ist auf 6%. Der ist Müll. Der ist auf 42%. Das machen wir das mal so. Kann man nicht irgendwie auch genau den zerstören? Na, zerstören. Na, wie geht denn das jetzt hier? Das muss man mit der Maus gedrückt halten. So, der ist weg. Den brauchen wir. Eins, zwei, drei will ich machen. Pflanzenfasern braucht man, glaube ich, immer. Was war das? Drei oder so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. War das drei Stöcke oder war das ein Stock? Jetzt weiß ich den. Drei Stöcke war doch richtig. Drei und fünf Pflanzenfasern. Okay, dann machen wir. Eins, zwei, drei. Und da machen wir eins, zwei, drei, vier. Na, 5 und ein Knochenspeer. So. Dann stelle ich den anderen hier auch mit hin. Diesen 42er noch so als Reserve. Das kommt auch hier hin. Den Bogen lasse ich aber 3. Das bin ich irgendwie gewohnt. Und mache jetzt hier nochmal. Hoch. So und einen noch. So, da haben wir drei Knochenspeere. Das Medipad können wir auch hier lassen.
Ich habe die Ration, und was kann ich die dann nehmen? Und meistens findet man da ja auch welche und das wiegt zu viel. Der Rest kommt jetzt auch alles weg. Jetzt kann ich hier jetzt einmal nochmal. Den. Kommt hier rein. Wie sieht das mit Pfeilen eigentlich aus? 32, es reicht. Ich werde ja sowieso mehr mit Speer machen. Irgendwas hier für diese Kiste noch? Nee, davon haben wir jeder 10. Das ist okay. Und den anderen Kram bringen wir jetzt auch mal weg. So, was war das jetzt noch? Nägel und Schrauben, die kommen hier rein. Da kommen die Schrauben rein und da kommen die Nägel rein. Aluminium. Da muss ich auch meine eigene Kiste machen. Ist jetzt noch so eine gemischte Kiste hier. Eisenerz. Eisenerz haben wir noch gar nicht. Eisenbarren. Achso, das kommt hier bei Stahl rein. Faktenakt, bis man das alles so durcheinander alles sortiert hat. So, Tür zu. Denn die Saat ist da. Das kommt da rein. Ja, dann esse ich morgen früh die Dose. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Habe ich jetzt alles an alles gedacht? Pff, wahrscheinlich nicht. Egal, einmal richtig ausschlafen. Ist ja, Gesundheit ist fast voll. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal erstmal mal so eine Dose. Wow! Und so eine. Einmal trinken. Dann fehlt uns jetzt noch ein bisschen Fleisch und so ein Kram. So, jetzt einmal richtig satt essen. Das kann weg. Eigentlich könnten wir es immer als Dosen essen, ne? Weil das ja ein Plus bringt hier an maximaler Ausdauer und Durst und so ein Kram. Warte, komm, ich esse die mal auch auf. Die noch. Die noch. So. Und dann noch ein Fleisch. So ein. So ein. So, da sind wir auch ziemlich voll. Und dann trinken wir noch einmal. So, und drei Rationen nehme ich mir mit. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Jetzt habe ich drei Rationen. Achso, die Dosen, das natürlich hier. Ja, stimmt, Dosen würde ich auch mitnehmen. Ich habe keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das reicht mit einem großen Rucksack. Ich habe eigentlich keine Lust, einen Wagen mitzunehmen. Ich möchte eigentlich nur mit einem großen Rucksack losziehen. Und eigentlich könnten wir jetzt noch mal. Vielleicht. Da ist es. Aber es hat es nicht gesehen, Mist. Verdammt. Zwei Hühner sogar. Huch, das war ich jetzt immer eben gerade verwirrt. Laufe ich mal dem Huhn hinterher. Noch ein zweites Huhn, ne? Wie war da noch eins? Wo ist es jetzt hin? Ja, noch ein Huhn. Das hat mich total verwirrt, dass zwei Hühner auf einmal da waren. Da. Ah. Hab ich's getroffen? Ja, wo ist es hin? Da. Cool. Ja, wieder Eier. Gut. Das wird das. Huch. Da, und dann kommen die Eier da wieder rein. Dann haben wir wieder Eier. Dann können wir das gebratene Fleisch auch noch mitnehmen, ne? Wie lange halten die eigentlich? Ach ja, komm, 8 Stunden. Ach, müssen wir uns ganz Stress machen. Okay, obwohl eigentlich brauche ich das nicht, ne? Hat das irgendeinen Vorteil? Dieses, wenn das gebratene Hühnchen, das bringt mir das irgendwie in irgendeiner Form einen Vorteil? Ich weiß es nicht. Weil wir haben die Ration und so und jetzt irgendwie Hühnchen zu essen ist eigentlich völliger Mumpitz, ne? Aber ich kann auch ganz schlecht sowas dann einfach wegschmeißen.
Ich überlege jetzt gerade, ob ich alles vorbereitet habe oder noch was vergessen habe. Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, den hier. So. Ich überlege auch, ob ich ohne euch dahin gehe. Also schon mal hingehe, dass wir uns dann sozusagen in der nächsten Folge dann oben in der Stadt treffen. Und die erste Stadt dann machen und dann rübergehen. So, das nehme ich jetzt nochmal mit. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Und den können wir ausmachen. Na, soll ich es ausmachen? Ja. Okay. Das Blöde ist natürlich, ich kann nicht übernachten, wenn ich jetzt losziehe. Aber ich habe ja Lampe, ne? Eigentlich dürfte das kein Problem sein. So, der Plan ist jetzt, ich gehe dahin. Und da treffen wir uns dann. Und dann laufen wir zusammen da irgendwie rüber. Ich bin schon fast überlegen, wenn ich da hinten dann bin, ob ich dann mich einfach sozusagen sterben lasse. Und bitte durch das Sterben lasse nach Hause zurückbeamen. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Nicht, dass sich dieser Spawnpunkt wieder weggetüdelt hat. Nee, ist aktiviert. Gut, okay. So. Hier ist alles zu. Da machen wir zu. Und ich muss... nein. Wieso denke ich immer, da wäre Norden? Nee, da muss ich hin. Genau. Da quasi geradeaus durch. Okay. Und ich laufe jetzt mal los. Versuche mich nicht irgendwie aufhalten zu lassen durch irgendjemand, irgendwas, irgendwie. Und wir treffen uns dann an der Stadt wieder, ne? Oder? Wie schnell kommen wir da hin? Hole ich euch vorher dazu. Nee, aber eigentlich ist es Quatsch, ne? Das, ach, ich habe immer die falsche Taste, weil ich bei Medieval Dynasty habe ich eine andere Taste für und die Karte. Das verwirrt mich hier immer. Deswegen drücke ich manchmal dann immer die falsche Taste hier auf meiner Maus. Na, es dauert ewig. Nee, das dauert, es wird wahrscheinlich Abend werden, bis ich da ankomme. Ich gehe da ohne euch hin. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.